Die Oberschule Michaelschule hat bei Jugend trainiert für Olympia den Landesentscheid gewonnen, sind dann zum Bundesfinale nach Berlin gefahren und haben da einen hervorragenden 12. Platz geschafft. Und in dem Rahmen waren wir eingeladen hier bei Herrn Bechtloff im Rathaus, der uns empfangen hat in einem großen Sitzungssaal und ein paar nette Worte an uns gerichtet hat. Alle leichtathletischen Disziplinen zu absolvieren, zum Beispiel 100-Meter-Lauf, 800-Meter-Lauf. Wir hatten Kugelstoßen und das Problem ist halt immer dann zu gucken, wen wir in welcher Disziplin einsetzen. Im Kugelstoßen hatten wir so ein paar kleinere Probleme und da müssen wir dann noch die besten halt Entscheidungen treffen, damit wir dann die meisten Punkte bekommen. Wir sind als Stadt Papenburg ganz stolz auf diese Schülerinnen und Schüler vom Mariengymnasium und von der Michaelschule, dass sie sich so weit nach vorne gekämpft haben, bis zum Bundesfinale für Jugend trainiert für Olympia. Das ist, glaube ich, etwas ganz Besonderes. Das sind tolle Repräsentanten für unsere Stadt und haben unsere Stadt wirklich würdig in Berlin vertreten. Ganz tolle Sache.